Ihr Wandtattoo kommt in passender Verpackung, in Karton oder Kuvert, je nach Motiv und Größe. Packen Sie das Tattoo aus und legen Sie es gerade hin. Mögliche Knicke am Trägerpapier sind nach dem Aufkleben nicht mehr sichtbar. Ihr Wandtattoo besteht aus 3 Schichten: dem Trägerpapier, der transparenten Übertragungsfolie und Ihrem Motiv. Halten Sie das Motiv zuerst an den gewünschten Untergrund und planen Sie die Klebeposition. Sehen Sie sich die geplante Position nochmal von einer Entfernung an, ob es Ihnen gefällt. Sie können den gesamten Bogen zur Planung auch mit einem Klebestreifen an der Wand markieren. Anschließend drehen Sie den Aufkleberbogen um, sodass er verkehrt mit der Motivseite nach unten am Untergrund liegt. Ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig und langsam im flachen Winkel vom Motiv ab. Falls sich das Trägerpapier nicht vom Aufkleber ablösen lässt, streichen Sie die Übertragungsfolie nochmals fest auf die Problemstellen. Die Klebefläche des Aufklebers sollten Sie dabei möglichst nicht berühren. Kleben Sie das Motiv nun auf den gewünschten Untergrund. Halten Sie den Bogen dabei möglichst gespannt und achten Sie darauf, dass sich nichts verklebt oder einrollt. Wie bei diesem Beispielmotiv können Sie bei uns personalisierte Wunschtexte, Sprüche oder Zitate problemlos mit Motiven kombinieren. Drücken und streichen Sie das Wandtattoo mit der Hand, einem Hackel bzw. Spachtel oder einem Tuch von oben bis unten am Untergrund an. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten oder größere Blasen bilden. Rubbeln Sie den Aufkleber nun fest von innen nach außen auf den Untergrund. Alle einzelnen Teile des Motivs müssen fest angestrichen werden. Ziehen Sie anschließend die nicht mehr benötigte transparente Übertragungsfolie im spitzen Winkel langsam und vorsichtig ab. Wichtig ist auch hierbei, dass die einzelnen Teile des Aufklebers kleben bleiben. Sollte ein Teil mit der Übertragungsfolie mit abgehen, stoppen Sie und drücken Sie diesen Teil nochmals fest an den Untergrund, bis alle Teile kleben bleiben. Wichtig ist auch, dass die Übertragungsfolie der Wand entlang im spitzen Winkel abgezogen wird, damit sich diese vom Aufkleber trennen kann. Fertig! Die vollständige Klebekraft der Folie ist erst nach 24 Stunden gegeben. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.